Hallo und herzlich willkommen zu Nadines Welt Tiere und Meerwasseraquarium. Die Aufnahmen in diesem Video sind vom Mai. Wir haben hier neue Bewohner eingesetzt, eine Boxerkrabbe, grabende Schnecken, einen Seeigel und ein Pärchen von den Scherengarnelen, die nicht ganz so groß werden wie die andere Gattung. Soweit geht es allen Tieren gut. Wir haben immer noch sehr viele Algen und Cyanobakterien zu dem Zeitpunkt im Becken gehabt und ja, man sieht das hier teilweise auch gut. Die Xenien vermehren sich bei uns sehr stark, da habe ich schon Ableger gemacht und weitergegeben und wir haben auch einen Herzsegel und einen Sanddollar im Becken und als die sich mal begegnet sind, ist Folgendes passiert. Im Hintergrund seht ihr, da hat sich sogar unsere Gundula erschrocken. Was macht unsere kleine Boxerkrabbe? Das ist übrigens die zweite, die wir haben. Die hat jetzt auch, ihr seht es hier, ein Ärmchen zu wenig und hat leider nur ein Anemönchen, aber das tut der ganzen Sache keinen Abbruch. Bei der Aufnahme ist mir aufgefallen, dass wenn die so an der Scheibe ist, die ist unterm Bauch, es steht ja ein A. Der Buchstabe A. A wie Action! Einmal vorbei an der Garnelenhaut Richtung Gundula, weil... Nicht erschrecken, da liegt keine Leiche, sondern unser Einsiedlerkrebs hat sich gehäutet, der Große. Ja, in der Ecke ist ganz schön was los. Boxer, Gundula, unser Hasi, der Herzseeigel und der Sanddollar. Ja, Gundula ist deshalb draußen, weil ihr Kumpel Knalli sich häutet und dann sperrt er sie immer mal ein, zwei Tage aus der Höhle aus. Boxerkrabben halten diese kleinen Mini-Anemonen in der Hand, um sich damit zu verteidigen und wedeln immer mit denen durch die Gegend, damit die auch genug Futter kriegen, die kleinen Anemonen. Und so ist es also auch eine Symbiose zwischen den beiden. Wir möchten euch hier nicht nur die Sahneseite zeigen, sondern die Realität. Es ist leider so, dass man am Anfang sehr viel Algenprobleme hat, was man jetzt hier auch noch mal ganz gut sieht. Inzwischen hat sich das deutlich gebessert. Hier unsere Alveopora hat einen Sonnenbrand gekriegt und da ist oben das Gewebe abgestorben, weil wir sie doch zu weit oben platziert hatten. Hier seht ihr noch mal unsere erste Boxerkrabbe. Die hat zwei Anemönchen in den Händen, sozusagen. Die Kegelfechterschnecke ist wieder fleißig. Und es sind dann in diesem Monat auch noch 5 Krummis eingezogen. Ein langschnäuziger Korallenwächter und die blinkende Pfeilenmuschel. Durch den Zugang der neuen Fische kam auch deutlich mehr Leben ins Becken. Die Krummis, die schwimmen ja doch immer auch ein bisschen im Schwarm, mal mehr, mal weniger. Hier ist Fridolin. Hier nochmal die wunderschöne Muschel, die immer so durchs Becken wandert, wo es ihr halt gerade gefällt. Und letzten Endes sich dahin verzogen hat, wo wir sie jetzt leider nicht mehr sehen. Aber ja, so ist das mit den Muscheln.
wie sich das Becken weiterentwickelt hat, seht ihr dann in den kommenden Videos. Für heute war es das schon wieder. Schön, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.